Also, dann sind die meisten schon eingetroffen, da die sagen, fangen wir an, weil es ist wieder eine, obwohl wir uns bemüht haben, es kurz zu machen, doch wieder viel zu berichten natürlich. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Gaiching, aus Hochbrück und aus unserem lieben Dirn Ismaning, den Herrn Landrat kann ich heute nicht begrüßen, der war heute mit einer Bindehautentzündung beim Augenarzt und der hat ihm sofort absolute Ruhe verordnet. Der liegt jetzt daheim flach und es ist angekündigt, die stellvertretende Landrätin Frau Gansmüller-Maloche, aber die hat jetzt auch noch einen Termin. Alle drei Landräte sind jetzt heute irgendwie unterwegs und sie wird später zu uns stoßen. Ich begrüße ganz herzlich natürlich meine Stellvertreter, Herrn Ascherl und Herrn Dr. Krause und alle Stadträte, die heute auch anwesend sind. Ich weiß nicht, ob mein Amtsvorgänger Manfred Solbrig heute da ist. Ist er da? Ja, lieber Manfred, grüße dich. Schön, euch zu sehen. Die Vertreter natürlich der Gaichinger Feuerwehren und unseren Inspektionsleiter der PI 48, Herrn Stefan Schraut. Begleitet von unserem neuen, er ist schon ein bisschen länger im Amt, aber immer noch ein neues Gesicht hier jetzt, Kontaktbeamter, der Leonhard Höfner. Ja, ich begrüße alle meine Geschäftsbereichsleiter, die sich da hinten versammelt haben und sonstigen Mitarbeiter aus dem Rathaus. Ich bedanke mich beim Organisationsteam, die Einladung gemanagt haben und auch für heute, dass das alles so schön funktioniert. Und ich begrüße unser Team, das die Barrierefreiheit in der Sprache garantiert, vom Delf-Interpret-Unternehmen, die hier meine Worte in Schriftform für alle hier sichtbar machen werden. Ja, ich wäre lieber da unten gestanden, auf Augenhöhe mit Ihnen, wie ich sonst auch immer mache bei der Bürgerversammlung, aber wir haben ja die Besonderheit mit Corona und deswegen wollen wir allen Bürgerinnen und Bürgern den Service bieten, meine Antworten, die ich hier gebe und meinen Vortrag dann im Internet anschauen zu können. Und darum begrüße ich auch und bedanke mich bei der Volkshochschule, da ist der Leiter, der Herr Dr. Stetz sogar, persönlich da, die heute hier die Kameras auf mich gerichtet haben. Keine Angst, sie werden nicht ungefragt da ins Internet gestellt, aber ich nehme es auf mich. Und nachher bei den Bürgerfragen, den Wortbeiträgen wird es dann auch so sein, dass man sie nur hören wird und dann hier meine Antworten sozusagen sichtbar gemacht werden. Ja, soweit zur Vorinformation, dann zum Ablauf. Ich mache jetzt den üblichen Rückblick. Wir haben es versucht, kurz und knapp zu halten. Dann, je nachdem, wann die Landrätin eintrifft, gleich im Anschluss die Landrätin. Dann machen wir eine kurze Pause nochmal und dann geht es weiter mit den schriftlich eingegangenen Anträgen. Es sind doch einige und die einer ziemlich ausführlichen Beantwortung bedürfen. Und dann natürlich auch noch die Möglichkeit, so Sie wollen und nicht schnell nach Hause wollen zum Bayernspiel, ja, dann auch noch die Wortmeldungen hier aus dem Publikum. Ja, ich fange mal an mit meinem Rechenschaftsbericht. Es ist jetzt bei uns in Gaiching anderthalb Jahre her, dass ich hier Bürgerversammlung abhalten konnte. Wir haben noch eine im Februar 2020 abhalten können, kurz bevor der Lockdown angefangen hat, glücklicher Umstand, aber ja, ab dann wurde sehr viel lahmgelegt, auch innerhalb der Stadt Gaiching. Ja, man muss schon ehrlich sagen, man hat mit letztendlich halber Kraft arbeiten können, nur weil natürlich auch das Personal im Rathaus und in den sonstigen Einrichtungen betroffen war. Sie wissen, die Kinderkrippen mussten erstmal schließen. Das alles ja, war nicht einfach zu managen und dann kamen die Anweisungen von oben, wie man damit umzugehen hat, Kinderkrippen auf, zu und so weiter und so fort. Testungsmöglichkeiten einrichten,
organisieren. Also wir waren schon durchaus ziemlich beschäftigt. Nebenbei sollten dann plötzlich auch noch so neue Maßnahmen durchgeführt werden, wie die Digitalisierung der Schulen, die dann plötzlich sofort umgesetzt werden sollte. Da komme ich später nochmal drauf, was eben nicht so einfach ist, wenn man in Deutschland sich aufhält und sich an Vergaberichtlinien und so weiter zu halten hat. Wir sollten jetzt in jüngster Zeit mal schnell nochmal Luftraumreinigungsgeräte für alle Schulklassenräume organisieren, Schutzwände für die Verwaltung und andere Einrichtungen und so weiter und so fort. Also, ich bedanke mich da in erster Linie nochmal bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich da tatkräftig zugepackt haben und für Lösungen gesorgt haben. Und ich danke auch allen Menschen aus Garching, Hochbrück und den Ismaning, die diese Maßnahmen, die dann umzusetzen waren, auch mitgetragen haben. Und zwar mit Solidarität und Hilfsbereitschaft auch sich Dinge haben einfallen lassen und man hat gemerkt, die Mitmenschlichkeit ist es gar nicht so schlecht bestellt in unserer Stadt. Ja, man hat sich gegenseitig unter die Arme gegriffen. Kommen wir zur Einwohnerentwicklung. Der Einwohnerstand zum 30.06. dieses Jahres, ohne die Nebenwohnsitze, sind 18.080 Einwohnerinnen und Einwohner. Ja, da gab es 2020, so ungefähr in der Mitte, einen ziemlich starken Knick. Da waren wir plötzlich unten, von vormals mal bei 18.700 oder sowas, bei 17.300 Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und das waren jetzt keine Corona-Toten, dass die Zahlen so runtergegangen sind, sondern das ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass wir Universitätsstadt sind. Denn die Studenten haben sich alle schnell nach Hause verzogen, haben sich natürlich die Mietkosten hier gespart, wenn man sowieso im Fernunterricht dort teilgenommen hat, nehmen musste, dann hat man von zu Hause aus studiert. Ja, jetzt wachsen die Zahlen langsam wieder, die Unterkünfte füllen sich wieder. Und wie ich jetzt höre schon wieder, weil ich letzte Woche die Erstsemester begrüßt habe draußen, gibt es schon wieder Engpässe. Schauen wir mal, wie die Zahlen dann wieder nächstes Jahr ausschauen. Ja, von diesen 18.080 Einwohnern leben 2.235 in Hochbrück und 171 in Dirn-Ismaning. Das ist gut, vielen Dank, Frau May. Ich mache nochmal den Hinweis, die ganzen Details, die man wissen möchte über Zusammensetzung der Einwohnerzahl und so weiter, stehen natürlich in unserer Broschüre, die bei Ihnen auf den Tischen liegen und die dann auch natürlich im Rathaus immer noch greifbar sein werden. Ja, und wenn der ein oder andere sich wundert, weil er im Internet andere Zahlen von Garching gelesen hat, das Statistische Landesamt, das hinkt immer ein bisschen hinterher gegenüber der aktuellen Entwicklung in Garching. Ja, Garching strebt aber ein kontinuierliches, moderates Wachstum an und wir werden diese mit Nachverdichtungen in unseren zwei großen Baugebieten dann vornehmen, komme ich dann später nochmal drauf. Kommen wir mal auf die Finanzsituation. Also, wie setzt sich das zusammen? Es gibt einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Ich weiß gar nicht, was es jetzt hier für ein Bild gibt dazu. Aha. Gut, und das ist ein kameralistisches System, ist natürlich nicht so einfach für jemanden, der eigentlich im BWL unterwegs ist, aber man lernt sich da gut ein. Also, wir haben einen Haushalt natürlich, der Reduktionen erlebt hat durch Corona in den letzten zwei Jahren. 2020 war es ziemlich krass natürlich, weil die Möglichkeiten von den Firmen schon genutzt wurden, jetzt erstmal ihre Gewerbesteuervorauszahlungen zurückzuhalten. Das haben wir dann schon gemerkt, aber da gab es ja staatliche Hilfen, die versucht haben, die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren. Sie haben es nicht in dem Umfang, wie wirklich der Ausfall war, aber nachdem Garching ja in einer Boomregion liegt und uns ja generell gar nicht so schlecht geht,
haben wir das gut auffangen können. Ich möchte Ihnen eigentlich nur sagen, wie gesagt, die Zahlen finden Sie konkret hier in der Broschüre, dass wir jetzt nächste Woche unseren Nachtragshaushalt für 2021 beschließen werden, der bedingt ist durch die Ausgaben, die zusätzlichen für die Raumlüftungsanlagen, aber auch erfreulicherweise durch unerwartete Gewerbesteuermehreinnahmen, die also nicht dem Haushaltsansatz entsprechen, sodass wir auch dieses Jahr wieder einen Haushalt haben werden, der über 100 Millionen Euro liegt. Und das war das erste Mal, glaube ich, vor 2 Jahren der Fall. Gut, kommen wir zu der städtischen Kinderbetreuung. Ja, Sie alle merken es, Boomregion, überwiegend jüngeres Klientel, das jetzt nach Garching drängt. Viele Münchner selbstverständlich, die halt merken, hier draußen ist es kein Problem, eine Kinderbetreuung zu bekommen. Ein Krippenplatz, ein Kindergartenplatz, wir sind da gut aufgestellt. Es ist in der Richtung immer ein bisschen wie Glaskugel lesen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, hier die Plätze vorzuhalten, aber werden sie auch wirklich nachgefragt und in welchem Umfang? Nehmen die Leute dann bloß einen Halbtagskindergartenplatz oder wollen sie doch den Ganztagskinderplatz? Das ist natürlich immer ein bisschen wie Glaskugel lesen, wirklich. Aber wir sind gut aufgestellt, ja, und werden auch in der Richtung für Kinderbetreuung und Bildung unsere nächsten großen Investitionen machen. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Architektenausschreibungsverfahren zu machen für die Grundschule Garching West. Dort müssen mindestens 4 Räume erweitert werden. Wissen wir, dass da 23, 24 es eng werden wird, weil so viele junge Familien nach Garching ziehen. Und dann müssen wir auch dieses Jahr noch unsere Grundschule Nord auf den Weg bringen. Die Grundschule Nord, 5-zügig, das heißt in jeder Kategorie 5 Klassen, also 5 erste, 2., 5 dritte und 5 vierte Klassen. Das ist schon ein ziemlicher Umfang, den man dann hinbauen muss, plus Ganztagesbetreuungsanspruch, der nun dann auch ab 25 gegeben ist und die entsprechenden Räumlichkeiten dazu. Das wird ein Gebäude, das unseren Haushalt sehr, sehr anstrengend wird. Da rechnen wir mit mindestens 50, wenn es nicht eher Richtung 60 Millionen geht. Denn wir wollen in dieses Gebäude auch ein Leerschwimmbecken integrieren, denn die Nachbarkommunen signalisieren uns, Oberschleißheim und Ismaning, dass sie ihre Kapazitäten selber brauchen, weil denen geht es genauso, dass dort sehr viele Kinder und Jugendliche sind und haben uns schon gebeten und ans Herz gelegt, wir sollen da selber unsere Kapazitäten schaffen. Auf Schwimmbad komme ich später nochmal zu sprechen. Ja, was hat sich dann konkret jetzt verändert in den letzten 2 Jahren in der Betreuungslandschaft? Also wie gesagt, wir sind ja breit aufgestellt, viele Angebote, die wir haben von allen möglichen Anbietern, also nicht bloß die Stadt Garching, sondern die AWO, die Caritas, die Kirchen natürlich, die Diakonie, die Nachbarschaftshilfe, alle arbeiten da zusammen. Also, der Kinderclub im Römerhof, der wurde umgewandelt in 2 Großtragespflegestellen, die von der Nachbarschaftshilfe betreut werden. Das ist also passiert jetzt im letzten Jahr. Das wurde staatlich gefördert. Dort gibt es eine halbtägige Betreuung in den vertrauten Räumlichkeiten, die schon vorhanden waren. Und dort können bis zu 16 Kinder jetzt im Alter von 1 bis 3 Jahren zusätzlich betreut werden. Dann haben wir ja unseren Naturkindergarten. Da gab es die Bitte darum, dass wir längere Betreuungszeiten als 14 Uhr anbieten. Und da hatten wir nur eine vorläufige Genehmigung für den Betrieb des Naturkindergartens mit 20 Kindern. Und dort mussten wir jetzt eine Flächennutzungsplanänderung einleiten und einen Bebauungsplan aufstellen. Das macht aber durchaus Sinn. Das ist die Voraussetzung, dass man dann die Betriebsgenehmigung bekommt. Und diese Betriebsgenehmigung
ist uns jetzt schon vom Landratsamt in Aussicht gestellt, dass wir zum Jahreswechsel, dann September nächsten Jahres, dort die Betreuungszeiten ausweiten können. Und dafür ist dann ein zweiter Bauwagen notwendig, weil eben dann durch die verlängerten Betreuungszeiten auch Ruhezeiten der Kinder erfüllt sein müssen und eine Rückzugsmöglichkeit natürlich für die Betreuer sozusagen. Ja, der ehemalige Container der Nachbarskinder von der Nachbarschaftshilfe, die ja raus mussten beim Seniorentreff wegen Wasserschaden, die da am Wasserturm eingerichtet wurde, die Containeranlage, die wird jetzt seit September letzten Jahres von einer Hortgruppe des Schulsprengels West belegt. Das sind bis zu 20 Kinder und die nennen sich Hort Kinderinsel. Das soll eine Zwischenlösung sein, bis wir eben diesen Erweiterungsbau an der Grundschule West errichtet haben. Und da bleiben wir gleich bei der Grundschule West. Wie ich schon angesprochen habe, soll dort ein neues Gebäude für den Unterricht und die nachschulische Betreuung entstehen. Ja, da gibt es ein Raumprogramm, das mit den Lehrern, mit der Lehrerschaft der Rektorin abgesprochen ist. Die Zimmer sollen aber möglichst variabel nutzbar sein, sodass man auch schnell reagieren kann, wenn wieder andere Bedarfe da sind. Man weiß ja nie, wie es sich im Kultusministerium einfallen lassen. Es wird in Holzmodulbauweise errichtet, dieses Gebäude. Also das wird relativ schnell hochgezogen werden können, so Gott will, wenn Holz da ist. Ja. Weil am Baumarkt haben wir manchmal ein bisschen Engpässe, ja, wie wir manchmal merken. Aber gut, wir gehen es positiv an, ja, und wollen, dass eigentlich die Fertigstellung dann zum September 23 erfolgt ist und dann der ausreichende Raumbedarf dann in der Grundschule West dort gegeben ist. Und dann kann eben die Containeranlage am Wasserturm für die Hortkinder dann aufgelöst werden. Ja, Grundschule Nord, Kommunikationszone, ich habe es schon angedeutet, da müssen wir dann jetzt mit Bauleitplanverfahren der Kommunikationszone auch anfangen. Da sind wir auch verpflichtet in den städtebaulichen Verträgen mit den anderen Grundstückseigentümern, dass wir dort dieses Geld investieren. Wie gesagt, eine fünfzügige Schule. Und auch hier haben wir eigentlich den Anspruch, dass es ein Energie-Plus-Gebäude wird. Das heißt, dass dort mehr Energie eigentlich erwirtschaftet werden kann, als selber in dem Gebäude verbraucht wird. Und da sind wir mit der Agenda 21 natürlich auch im engen Austausch und haben uns selber auch diese Latte so hochgelegt. Kommen wir zur Digitalisierung an den Schulen. Ja. Also mittlerweile sind jetzt alle Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen. Und derzeit laufen die Datenverkabelungen und die Installation des WLANs in den Gebäuden. Auch hier war es so, da hat man mit Beginn Corona gesagt, so, jetzt muss digitaler Unterricht möglich werden. Vorher hatte das Kultusministerium sich das aber nicht grundlegend mal überlegt oder tiefgründig, sondern da sollten dann alle 2056 Kommunen in Bayern dann Lösungen finden. Bloß hat man vergessen, dass bei den Beträgen, die da im Raum stehen, europaweite Ausschreibungen im Raum stehen, da viel Zeit verloren wird. Und dann musst du erst mal einen finden, der dann sagt, ja, ich verlege dir das Glasfaserkabel dorthin an die Schule. Und dann hatten wir einen gefunden und wir waren völlig überrascht, ja, dass es die Telekom wurde, die dann da gewonnen hat, diesen Wettbewerb. Hätte sich keiner vorher denken können, aber ja, viel Zeit verloren. Und dann hat die Telekom uns gesagt, ja, lieber Kruchmann, ist ja schön und gut, aber du bist eben ein Bürgermeister von 2056 Kommunen in Bayern und die wollen jetzt alle Glasfaser. Und wir arbeiten die der Reihe nach ab und dann hat es halt noch ein bisschen gedauert. Und wenn die nicht was von uns gebraucht hätten jetzt gerade, dann und ich ein bisschen Druck hätte ausüben können, dann hätte es noch länger gedauert. Also im Februar, März waren dann die Glasfaserkabel in den Schulgebäuden schon, also quasi ein Jahr danach. Das haben wir schon
gut hinbekommen. Schneller wäre es auf keinen Fall gegangen. Aber dann musst du in den Schulen natürlich die Kabel auch noch in die Klassenzimmer bringen. Ja? Und da ist genau das Gleiche wieder, so ein Ausschreibeverfahren, das dann eingeleitet werden muss. Und dann schreibst du es aus und es muss ja wochenlang ausliegen und im Internet ist es und so weiter. Und dann verläuft die Frist ab und dann hast du nicht mal ein Angebot. Weil diese Firmen, die das im Moment machen, natürlich auch die Auftragsbücher voll haben. Ja? Und dann musst du es nochmal ausschreiben. Vergehen wieder Wochen, Monate. Und dann kommt eine Firma, die sagt, ja, ich mach's dir. Gut, und dann haben wir eben da den Zuschlag erteilt. Und im Sommer haben die dann wirklich hingeklotzt und haben die Schulgebäude alle in Zusammenarbeit mit unserer IT-Abteilung dann da fit gemacht. Und jetzt fehlt es noch an wirklich Kleinigkeiten. Und wir sind guter Dinge, dass es bis zu den Herbstferien dann auch wirklich in allen Klassenzimmern, in aller Garchinger Schulklassenzimmern dann einen guten Empfang geben wird, dass auch 30 Schüler gleichzeitig dort ins Internet gehen können. Und hoffentlich wird es dann auch wirklich genutzt, weil ich habe schon den Kopf schütteln müssen, als ich vor 3 Wochen einen Brief bekommen habe, den alle Direktoren der Garchinger Schulen bekommen haben, in dem vom Kultusministerium gebeten wurde, die Rektoren sollten doch mal bis November Fakten sammeln und dem Kultusministerium mitteilen, wie Digitalisierung funktionieren könnte. Ja. Also da schüttelst du den Kopf und sagst, was machen die eigentlich da oben? Ja. Na gut, also. Wir haben jetzt auf jeden Fall zusätzlich auch Schülerleihgeräte angeschafft und Lehrerdienstgeräte, die eben im Dezember letzten Jahres dann angekündigt wurden. Dann gab es das Ausschreibungsverfahren schon ab, also das Formular vom Ministerium, welche Qualität man da beantragen darf, gab es dann schon Anfang des Jahres. Und das haben wir hingekriegt und die haben wir auch relativ schnell dann bestellt. Ja. Aber geliefert wurden die dann, weil die Hersteller auch überfordert sind, im August die Lehrerdienstgeräte. Und die sind aber jetzt in den Schulen angekommen. Die mussten natürlich noch installiert werden von unserer Haus-IT im Rathaus. Ja. Gut, und genauso schaut es aus mit diesen schönen Lüftungsanlagen, ja, wo der Herr Söder sich im Juli hingestellt hat. Bis zum Schulbeginn haben wir das in allen Schulen. Genau das gleiche Verfahren. Ja. Stadtratsbeschluss, den haben wir noch im Juli gleich hingekriegt. Da haben wir uns beeilt. Gott sei Dank war mein Stadtrat sehr, hat mir vertraut sozusagen, dass sie nicht nochmal das vorgelegt bekommen, sondern mich gleich beauftragt haben. Ich dürfe da Aufträge erteilen, dann musst du erstmal per Ausschreibung ein Ingenieurbüro aussuchen, das dann die Bestandsaufnahme macht, welche Geräte für welche Räume geeignet sind. Dann durfte ich die Ausschreibung beauftragen, dann ist die ausgelegen, dann kamen jetzt dann Angebote und jetzt sind also für 32 Räume in der Schule Ost und in Hochbrück sind 38 Luftfilter bestellt. Ja, wir hoffen, dass sie dann irgendwann im November eintreffen. Ich sage bloß Kosten für die Stadt. Also da gibt es Fördermittel, aber die sind natürlich begrenzt, gedeckelt. 1.750 Euro pro Klassenzimmer. Ja, Gerät inklusive Wartung, aber das Gerät allein kostet 5.000, ja. Also drunter brauchst du nichts kaufen. Das ist auch ein Trauerspiel. Also wir legen da noch 150.000 Euro drauf, jetzt für diese mobilen Lüftungsgeräte. Und es gibt den Grundsatzbeschluss, dass wir in der Grundschule West und in der Mittelschule, die zum Großteil RLT-Anlagen eingebaut haben, das heißt, wo die Raumluft stündlich ausgetauscht wird, in der Taktung von über 3-mal pro Stunde, ja. Also besser geht es gar nicht, das ist besser als filtern, dass man die Luft rausbringt sozusagen und frische Luft reinbringt, vorgewärmt natürlich. Ja. Und das sind aber nicht alle Räume in der Grundschule West und
in der Mittelschule damit ausgestattet. Und da ist aber der Beschluss vom Stadtrat, nachhaltig zu sein. Und da werden wir eben die fehlenden Räume auch für diese RLT-Anlagen jetzt beauftragen, den Ausbau. Der wird aber ein bisschen länger dauern, ist klar, weil das ist nicht bloß ein Gerät in den Raum gestellt, sondern da müssen die Decken geöffnet werden und Schächte verlegt werden und so weiter. Also das wird ein bisschen länger dauern. Und wir hatten schon Gespräche mit den Rektorinnen. Wir werden natürlich, wenn es Räume gibt, die jetzt unbedingt bespielt werden müssen und wo so die Sorge da ist, dass da Infektionen stattfinden können, werden wir die natürlich auch mit Leihgeräten derweil mitbestücken. Ja, gut. Dann bleiben wir bei sozialen Themen. Unsere VHS, unser Mehrzweckgebäude da drüben auf der anderen Straßenseite, Telschowstraße, das macht mehr Spaß. Da sieht man, dass was vorwärts geht. Ich weiß, die Anlieger natürlich, die haben keinen Spaß damit, aber ich sehe mich auch als Anlieger. Ich sitze im Rathaus auch und muss versuchen zu telefonieren, als die Presslufthammer da gehämmert haben. Aber die lärmintensiven Bauphasen sind vorbei. Der Verkehr ist natürlich jetzt noch eingeschränkt. Aber da wird es auch relativ schnell gehen, weil das auch in Fertigmodulbauweise errichtet wird, das Gebäude. Man sieht, das Kellergeschoss, die Tiefgarage wird noch in diesem Jahr fertiggestellt. Und weil dort der Zufall da ist, dass die Baugenossenschaft Ober-Unterschleißheim, nein, es ist kein Zufall, die langfristige Planung von denen, ja, die haben schon so langfristig sich gesichert, die Holzlieferungen, dass sogar der Nordteil des Gebäudes schon noch in diesem Jahr stehen soll, ja, sodass man mal einen Eindruck hat von der Höhenentwicklung. Dann wird die Winterpause natürlich zuschlagen in irgendeiner Form, aber es ist uns zugesichert, dass bis zum Jahreswechsel 2022-2023 das Haus bespielt werden kann und die Volkshochschule, Herr Stietz, hören Sie gut zu, ihre neue Heimat zur Verfügung hat und dann modernst ausgestattet, gleich fertig mit aller Technik, die Sie brauchen im Gebäude und selbstverständlich auch RLT-Anlage, die so dimensioniert ist, wie es bei den städtischen Schulen auch der Fall ist, dass mindestens dreimal die Stunde die Raumluft in allen Räumen ausgetauscht werden kann. Ja, also das ist erfreulich und ich freue mich wirklich, wenn wir dieses Gebäude eröffnen können. Das wird ein neues Herz für Garching, sage ich immer. Ja, das wird bespielt und belebt und wird viel bringen für unsere Stadtgemeinschaft. Ja, die Stadt Garching ist auch beigetreten dem Netzwerk demenzfreundliche Kommunen, das vom Landkreis München ja da bespielt wird. Ziel ist es da, dass wir eben hier die Angebote weiter ausbauen, dass die Menschen länger auch zu Hause bleiben können, Betreuung erfahren können, aber auch entsprechende Unterhaltungsangebote dann gemacht werden können. Es muss insgesamt einfach das Bewusstsein für diese Form der Erkrankung im Alter auch gestärkt werden, dass man weiß, wie man mit den Menschen umzugehen hat, dass die nicht bessern, sondern einfach vergesslich. Ja. Also, da sind wir dabei, da wollen wir mitmachen und da ist unser Fachbereich Bildung und Soziales natürlich sehr engagiert. Ja, begleitet wird unser Fachbereich Bildung und Soziales auch sehr eng, ja, von unserem Seniorenbeirat, wo die führenden Köpfe auch hier vertreten sind heute, die sich sehr engagiert eingesetzt haben für einige Maßnahmen. Wir haben mittlerweile eine Umkleide beim Kiosk am Garchinger See installieren können, also in dem Gebäude einen Raum wieder herrichten können. Und der Seniorenparcours, der ja nun schon seit 2 Jahren intensiv gefordert wurde, der hat jetzt nach langer Suche, wo ist der richtige Standort dafür, hat man sich dann doch gemeinschaftlich darauf geeinigt, dass es im Bereich zwischen unserem Pflegeheim und dem Seniorentreff der richtige Platz ist, um diese
5, 6 Trainingsgeräte dort aufzustellen. Nächste Woche werden wir die Ausschreibungskuverts öffnen. Dann wissen wir, welcher Hersteller da zum Zuge kommt. Und dann schauen wir mal, wann der Frost zuschlägt, wann die Fundamente gesetzt werden, ob die noch dieses Jahr gesetzt werden können oder dann erst Anfang nächsten Jahres. Aber im Winter geht man sowieso nicht so gern an die Trainingsgeräte, glaube ich. Also, ich sage auch nochmal eins, weil wir haben nachher noch einen Antrag dazu. Der Standort ist bewusst gewählt in der Ecke, nicht um die Leute da irgendwie zu verstecken oder was, sondern natürlich ist zum einen so, dass dort die potenziellen Nutzer natürlich auch im direkten Umfeld sich bewegen. Aber es ist auch nachgewiesen, dass jemand, der ungeübt sich an so ein Trainingsgerät setzt, nicht unbedingt im Blick der Allgemeinheit das machen will. Also ich will meine fehlenden Sit-Ups auch nicht hier am Rathausplatz unten machen, ja. Sondern wenn, dann mache ich das im stillen Kämmerlein. Ja. Und da ist es ähnlich so. Man braucht eine gewisse Privatsphäre, um hier trainieren zu können. Gut, und es ist relativ zentrumsnah, sagen wir mal. Ja. Das ist auch besser als der Standort, den wir sogar mal überlegt haben im Bürgerpark draußen. Ja, dann gibt es ein Corona-Sparschwein. Das befindet sich im Moment in unserem Kulturreferat. Das ist eine Initiative, ein Corona-Nothilfefonds des Landkreises München, der dort eingerichtet wurde. Und weil eben auch an die Kommunen Nachfragen kamen, kann man da auch was Gutes tun, wollten wir das da zentrieren sozusagen. Und dort sind auch jetzt aktuell auch 26.000 Euro an die Wohlfahrtsverbände in Bezug auf Corona Nothilfen schon ausgezahlt worden. Gut, so, dann kommen wir zur Sicherheit im Stadtgebiet. Da schaue ich den Herrn Schraut an. Ja, also, Schulweghelfer suchen wir noch. Ja, wir haben jetzt einen gefunden für Hochbrück. Da bin ich froh und dankbar. Ja, also ein Herr steht jetzt da in der Früh und begleitet dort die Kinder über die Straße. Das gab es ja auch in vielen Bürgerversammlungen in Hochbrück schon den Antrag. Wir haben bloß niemanden gefunden, der bereit war, es zu machen. Es wäre natürlich schon schön, wenn sich noch eine zweite Person finden würde, weil derjenige kann ja auch mal ausfallen oder erkranken. Direkt vor der Grundschule Hochbrück wäre der Dienst von 7:30 bis 8 zu vollziehen. Und es gibt auch eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,50 Euro für die halbe Stunde und die Einladung zur städtischen Weihnachtsfeier natürlich. Ja. Also da hat unser Geschäftsbereich 1 Ordnungsamt natürlich noch mehr Infos dann zu bieten für alle, die Interesse hätten. So, und jetzt kommen wir zur Sicherheitslage, Herr Schraut. Ja, die PI 48 ist ja zuständig für 53.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger hier. Nicht bloß Garching, sondern noch die Nachbarkommunen, 74.000 Quadratkilometer. Ja. Und Herr Schraut wird uns jetzt über den aktuellen Stand, Straftaten, Verkehrsunfälle und so weiter, ein paar statistische Einblicke geben. Ich mache Ihnen mal Platz hier oben. Haben Sie schon was zu trinken gehabt? Ich nehme mir mal ein Glas mit. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich Ihnen heute den Sicherheitsbericht der Polizeiinspektion 48 vorstellen darf für das vergangene Jahr. Wir sind ja schon weit im diesem Jahr, jetzt 2021, aber zahlenmäßig kann ich ein bisschen Trends auch für dieses Jahr dann sagen, aber die Bilanz 2020. Vielleicht kurz zu meiner Person, ich bin seit einem Jahr jetzt Inspektionsleiter der P48, war davor 12 Jahre lang in Unterhaching tätig und für die Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Saulach zuständig. Wie gesagt, vor einem Jahr hat es mich jetzt genau ans nördliche
Ende des Landkreises verschlagen, was für mich allerdings sehr schön ist, weil ich nur noch in kurzer Zeit, nur eine kurze Fahrtstrecke von der Arbeit nach Hause habe, beziehungsweise umgekehrt. Es ist ein sehr schöner Bereich, ich fühle mich hier tatsächlich sehr, sehr wohl. Auch die Verbindungen zu den Gemeinden sind nach wie vor ausgezeichnet. Und das hat sich jetzt gerade in den letzten eineinhalb Jahren, in den letzten fast zwei Jahren jetzt gezeigt, gerade in der Corona-Krise, die hat natürlich auf alle Verwaltungen durchgeschlagen, so auch Polizei, auch als Teil der inneren Verwaltung. Auch wir haben natürlich unsere liebe Not gehabt, gerade am Anfang die ganzen teilweise wöchentlich sich ändernden Regelungen umzusetzen, waren aber da auch sehr eng im Austausch mit der Stadt Garching. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit macht einfach Spaß und die funktioniert ausgezeichnet. Wie gesagt, Ihr neuer Kontaktbeamter Leo Höfner ist ja schon vorgestellt worden. Er war davor Jugendbeamter viele, viele Jahre bei der Polizeiinspektion 48, ist gebürtiger Garchinger, alter Fußballer und kennt die Gemeinde Garching tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich denke, viele kennen auch ihn mittlerweile. Mei, was macht so ein Kontaktbeamter den ganzen Tag? Er kontaktet. Ja. Er ist viel unterwegs, er hat die Aufgabe, einmal die Verbindung zwischen Gemeindeverwaltung und Polizei sehr, sehr eng zu gestalten, und er ist sehr viel unterwegs, tatsächlich von in der Früh bis abends, von Schulweg Helfer, Unterstützung bzw. den Schulweg zu überwachen. Er wird jetzt, hoffentlich wird es wieder möglich sein, auch Vorträge halten können, gerade bei Seniorinnen und Senioren, zu allen möglichen Themen, auch rund um die Sicherheit. Viel in Schulen auch unterwegs, und Sie werden ihn antreffen zu Fuß und auch mit dem Rad auch, ne, bist da sehr fleißig unterwegs. Und ansonsten ist er die Allzweckwaffe eines Inspektionsleiters, denn immer wenn es irgendwelche kreisligen, sage ich mal, sich über Jahrzehnte andauernden Streitigkeiten zwischen Nachbarn handelt, die dann irgendwann bei der Polizei landen, dann kriegt der Leo Höfner den dankbaren Auftrag, diesen Streit zu vermitteln und da wieder Frieden herzustellen, was aber auch teilweise gelingt, muss man schon sagen. Ja, genau. So, wie gesagt, Herr Bürgermeister, Sie haben ja schon ein bisschen was zur Struktur gesagt. Wir sind insgesamt etwa 70 Beamte auf der P48, nur dass Sie so einen kleinen Überblick haben. Wir sind im Schichtbetrieb rund um die Uhr, 7 Tage, 24 Stunden für Sie unterwegs. Die Bilanz 2020 natürlich stark geprägt, tatsächlich durch Corona und wenn man es kurz zusammenfassen darf auf drei Schlagworte, dann hatten wir ja schon mehr Einsätze wie im vergangenen Jahr, allerdings deutlich weniger, Gott sei Dank, deutlich weniger Straftaten zu verzeichnen und auch weniger Verkehrsunfälle. Aber dazu darf ich jetzt im Einzelnen noch kommen. Zur Einsatzentwicklung, ich habe auch gesehen, in der Broschüre der Gemeinde ist auch unser Sicherheitsbericht im Übrigen drin, da können Sie es auch nachlesen. Ja gut, die Einsatzentwicklung natürlich verzeichnet eine kontinuierliche Steigerung, das ist aber auch klar, die Kommunen werden größer, der Verkehr wird auch mehr, und Sie merken es ja selber, auch die, wie gesagt, wir haben nahezu ein 1:1 Verhältnis zwischen Bürger und Fahrzeuge beispielsweise, und zwar also Neugeborene eingerechnet. Ne? Also der Trend geht tatsächlich immer mehr zum Trittfahrzeug. Da bin ich jetzt einmal gespannt, wie es in Zukunft wird bei den steigenden Benzinpreisen. Aber der Fahrverkehr wird tatsächlich mehr. Was schön ist, die Geschwindigkeit reduziert sich, weil mehr Autos auf den gleichen Straßen, die können die gleiche Geschwindigkeit halten. Ja? Wir kriegen dann immer wieder auch die Anfragen oder die Anregungen der Bürger, ja, können wir denn noch was machen, dass irgendwo schneller gefahren wird oder dass man zügiger irgendwie durchkommt. Und da ist halt unsere Meinung, das wollen wir eigentlich eben gerade nicht. Wir wollen eigentlich den Verkehr verlangsamen und wollen also schauen, dass auch gerade die ungeschützten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, also kleine Kinder, Fußgänger, Radfahrer, dass die also auch sicher durch den Verkehr durchkommen. 1055 Verkehrsunfälle waren es noch, 2020, im Jahr davor war es deutlich mehr, und zwar über 600 mehr, also 1600 Unfälle. Das ist natürlich den Corona natürlich schon geschuldet. Wir hatten ab 21 Uhr ja diese Ausgangsbeschränkungen, wie es geheißen hat, ein bisschen euphemistisch, aber es war natürlich tatsächlich ein Ausgangsverbot, natürlich für viele, und da hat man schon gemerkt, dass ab 21 Uhr ja tatsächlich, Sie haben es ja selber erlebt, auch die Gehsteige hochgeklappt waren und der Fahrverkehr auch deutlich weniger war. Etwa 5% dieser Einsätze hatten im letzten Jahr
tatsächlich Corona-Bezug. Da haben uns natürlich die Bürgerinnen und Bürger mitgeteilt, wo gerade eine Party ist, wo sich gerade Personen ohne Maske aufhalten und so weiter. Und wir müssen natürlich diesen Hinweisen nachgehen. Wir haben viel mit den Menschen geredet. Vielleicht hatten sie auch mal Kontakt, unfreiwillig oder freiwillig, mit der Polizei in dem Zusammenhang. Aber wir haben Wert darauf gelegt, das muss ich schon sagen, dass wir wenig sanktionieren und viel reden. Weil ich habe immer als Inspektionsleiter gesagt, das nutzt mir nichts, wenn Corona zwar vorbei ist, aber übrig geblieben ist ein Riesengrant auf die Polizei oder alles, was Verwaltung dann ist und alles, was sanktioniert. Und darum haben wir viel uns aufs Reden verlegt. Und ich muss sagen, die Bürgerinnen und Bürger haben sich nicht nur in Garching zum überwältigenden Teil an die Regeln gehalten, sodass da wenig zum Sanktionieren tatsächlich gab. Ich darf kurz auf die Kriminalitätsentwicklung eingehen. Genau, Kriminalitätslangzeitentwicklung, da habe ich jetzt gesehen, da fehlt die Zahl drin. Die wollte ich eigentlich nur mit reinbasteln. Aber na gut, Sie sehen es am Rand, die Leiste. Wir haben im gesamten Inspektionsbereich letztes Jahr 2150 Straftaten verzeichnet, davon 653 in Garching. 2005 waren es noch über 900. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Sie sehen, diese Kurve, die geht kontinuierlich leicht zurück. Das ist auch die Entwicklung, die wir in ganz Bayern haben. Die Zahl der Straftaten geht Gott sei Dank zurück und das ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil genau in den 15 Jahren, ich habe einmal nachgeschaut, die Bevölkerung in Garching um 20% zugenommen hat. Und die Botschaft daher ist von Polizeiseite, Sie leben, Gott sei Dank, in einer sehr, sehr sicheren Gemeinde. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja einen guten Quervergleich, nicht nur quer durch Bayern, sondern auch quer durch die Bundesrepublik. Und die Parameter, um festzustellen, wie sicher eine Kommune ist, sind in der Bundesrepublik überall dieselben. Es handelt sich da, haben Sie vielleicht schon mal gehört, die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik, die jedes Jahr rausgegeben wird vom Innenministerium. Und wir stellen speziell in unserem Bereich, auch im südbayerischen Bereich fest, dass wir sehr sicher leben. Und wenn ich jetzt noch auf die nächste Folie, wenn Sie jetzt noch auf die nächste Folie schauen und sich anschauen, was macht denn das Gros der Straftaten aus? Und das sind etwa 30%. Und das ist tatsächlich bundesweit so, handelt es sich um Diebstähle aller Art. Gott sei Dank, was zurückgegangen ist, was wir uns auch natürlich immer ein bisschen besser anschauen, das sind Wohnungseinbrüche, hatten wir in 2020 noch 8. Und das sind tatsächlich 8 zu viel. Jeder Wohnungseinbruch hinterlässt ja nicht nur einen finanziellen Schaden, sondern vor allen Dingen auch massive Unsicherheit bei den Bewohnern. Und das geht sogar so weit, dass teilweise die Leute aus ihrer Wohnung ausziehen, weil sie es nicht aushalten, in einer Wohnung zu wohnen weiterhin, wo schon ein Einbrecher sein Unwesen getrieben hat. Wie gesagt, ganz werden wir das Phänomen nicht verhindern. Und Corona hat hier sicher auch was dazu getan, weil die Einbrecher waren ja auch im Lockdown, ne? Also die durften ja auch nicht von zu Hause raus. Ja. Was Sie machen können, das wäre immer meine Bitte, Sie können natürlich sehr viel auch tun, um Ihr Heim selber sicher zu machen. Und wenn Sie da Beratungen brauchen, dann dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Sie dürfen sich gerne an den Leo Höfner zum Beispiel wenden. Wir haben umfangreiches Informationsmaterial, wie Sie Ihr Häuschen oder Ihre Wohnung sicher machen können. Und für all diejenigen, es wird ja auch viel gebaut in Garching, und für all diejenigen, die sich jetzt ein Reihenhaus, vielleicht sogar ein Einfamilienhaus oder auch eine teure Eigentumswohnung leisten wollen in Zukunft oder investieren wollen, hätten wir die ganz dringende Bitte, verwenden Sie wenigstens nur ein paar tausend Euro dafür, dass Sie Ihre Wohnungseingangstüren und Ihre Fenster und Terrassentüren so gestalten, dass man nicht einfach nur mit dem Finger dagegen drücken muss, um dann in der Wohnung zu stehen. Es ist tatsächlich ein Aufwand, sage ich jetzt einmal, man hat es einmal durchgerechnet, für ein Reihenhaus oder für ein Einfamilienhaus, der bei etwa, naja gut, schon 10.000 Euro gut liegen kann, ja, aber für eine Wohnung natürlich, für eine Etagenwohnung ist es sehr viel weniger, weil da ist die Hauptzugang natürlich, geht durch die Wohnungstüre, da sind es vielleicht plus 2.000 oder 2.500 Euro, aber wenn ich das jetzt im Vergleich setze, was so ein Haus kostet, dann ist das natürlich sehr, sehr wenig, ja. Aber Sie verschaffen sich dadurch sehr, sehr viel Sicherheit. Wie gesagt, unser Angebot, wenn Sie Beratung wollen, wenden Sie sich bitte gerne an uns. Was uns viel mehr Sorgen macht die letzten Jahre, das ist das Phänomen Betrug.
Ich denke, jeder von Ihnen hat schon von Enkeltrickbetrug, von falschen Polizeibeamten, von falschen Staatsanwälten, falschen Handwerker sowieso. Falsche Bürgermeister habe ich jetzt noch nie gelesen, aber das war jetzt nur mehr eine neue Masche. Ich bin der neue Bürgermeister, darf ich mal. Falsche Polizisten, das schmerzt uns natürlich besonders. Das können Sie sich vorstellen, wenn natürlich da jemand anruft und natürlich die überwiegend älteren Menschen, weil man sucht sich die Opfer nach den älter klingenden Vornamen raus. Ja. Und dann werden sie halt angerufen und dann wird irgendeine Story erzählt, dass sie sofort ihr ganzes Bargeld zusammenkramen müssen und das dem Polizisten, der jetzt dann gleich an der Tür klingelt, übergeben müssen, weil jetzt wird dann gleich eingebrochen. Und das ist alles natürlich ein Riesenschmarrn, weil die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen und wird sagen, übergeben Sie uns Ihr Bargeld. Und die Menschen, die da drauf reinfallen, sind auch keine dummen Menschen. Und wir haben ja selber schon Mitschnitte bekommen von solchen Betrügereien. Sie werden stundenlang mit Telefonanrufen bombardiert und werden so kirre gemacht, dass sie tatsächlich immer zum Schluss nicht mehr wissen, ob es nur Mandel oder Weiberl sind. Und das sind, wie gesagt, alles keine Dummen, die dann plötzlich aus dem Fenster Goldbarren rausschmeißen, weil sie denken, sie sind tatsächlich bedroht. Ja. Was kann ich dagegen machen? Auflegen. Einfach auflegen. Ja. Auflegen, ich gehe vielleicht noch ein Stück weiter. Mir wäre die gute alte Trillerpfeife ganz recht, die neben dem Telefonhörer liegt. Ja. Weil da einmal reingetrötet in die Trillerpfeife, dann geht der anruft, die nächsten 14 Tage im Kreis spazieren und wird so schnell garantiert nicht mehr anrufen. Ja. Das würden wir bei der Polizei unter Notwehr verbuchen. Ja. Ist rechtlich relativ einwandfrei, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber auch Online-Betrug. Und man sagt immer, ja, wie kann ich denn übers Internet beschissen werden? Oder wie kann ich denn. Mir wird es immer schlecht, wenn ich diese Papierkörbe in Bankfilialen sehe, wo man Kontoauszüge holen kann. Weil wenn ich in diese Papierkörbe reinschaue, dann liegen da jede Menge Kontoauszüge. Weil die Leute sich einen Kontoauszug ziehen und dann draufschauen, oh, ist doch nichts gewesen. Und dann schmeißen sie ihn weg. Also dankbarer. Ich kann einer, der sich dann betrügen will, gar nicht sein, weil der hat auf dem Kontoauszug alles drauf. Ja? Name, Adresse, Kontonummer, alles Mögliche. Und dann geht die Maschinerie los. Ja? Und irgendwann kriegst du dann Rechnungen über Verträge ins Haus geschickt, wo sie gar nicht wissen, wo das herkommt. Ja? Online-Betrug übers Internet ist natürlich das andere große Thema. Und wenn Sie heute jemanden fragen, wie lang soll denn ein Kennwort sein fürs Internet? Da war lange Jahre, soll mindestens achtstellig sein. IT-Experten der Polizei raten Ihnen dazu, ein Kennwort mindestens 16-stellig zu gestalten. Da müssen Sie einfach echt was einfallen lassen, dass Sie das nicht vergessen. Gell? Und auch zum Thema E-Mail-Adressen. Wenn Sie heute einen ITler fragen, wie viele E-Mail-Adressen soll denn jeder haben, dann sagt er mindestens 100. Eine E-Mail-Adresse, möglichst nur mit Vornamen und Nachnamen und dann @gmail oder freenet oder was. Dankbar. Verwenden so eine Adresse bitte nur für die Korrespondenz unter Freunden oder Verwandten, die Sie kennen. Für Einkäufe verwenden Sie 123@irgendwas und verwenden, ich sage einmal nicht 100, aber 3-4 sollten es mindestens sein. Gerade für Einkäufe. Das sind alles so Tipps. Man kann schon einiges vermeiden. Allerdings werden die Maschen natürlich auch noch immer perfider, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wir hecheln halt immer hinterher und versuchen dann immer Tipps für Maschen zu geben, die es dann schon wieder gibt. Aber wir wissen auch nicht, was kommt nächstes Jahr daher. Aber auch dafür können wir Sie beraten und Sie können sich gern an uns wenden. Jetzt komme ich zum letzten Thema, das ist das Thema Verkehrsunfälle. Ich mache immer gern Langzeitstatistiken und Sie sehen auch, die Zahl der Verkehrsunfälle sinkt kontinuierlich. Gut, im letzten Jahr ist das natürlich eindeutig, den Corona-Beschränkungen natürlich zu schulden, aber auch sonst stellen wir fest, dass der Verkehr sicherer wird. Die Verletzten werden weniger. Gut, das ist natürlich auch der besseren Fahrzeugtechnik geschuldet. Was wir uns immer ein bisschen mehr anschauen, was besonders in unserem Fokus ist, ist die Zahl der Schulwegunfälle. Da hatten wir im letzten Jahr 2 Schulwegunfälle, aber das waren Schulwegunfälle sind wie ein Wegeunfall für einen Berufstätigen, das sind einfach Unfälle, die auf dem Weg zur Schule oder von der Schule weg passieren. Und es waren 2 Unfälle durch Kinder oder jugendliche Radfahrer, die sich teilweise, in einem Fall 2 Kinder oder Jugendliche, die sich begegnet sind und sich gegenseitig über den Haufen gefahren haben.
Gott sei Dank, beide Unfälle sind sehr, sehr glimpflich ausgegangen. Aber wie gesagt, wir schauen uns das sehr, sehr genau an und betreuen dann auch diese Stelle dann im Nachgang noch ein bisschen besser, damit halt nichts mehr passiert. Und der Herr Bürgermeister hat ja schon das Thema Schulweghelfer angesprochen. Da kann ich auch nur viel drum werben, um Schulweghelferinnen und Schulweghelfer. Das ist ein sehr, sehr wertvolles und tolles Ehrenamt. Sie bekommen übrigens auch exklusive Ausbildung von der Polizei und auch ein bisschen Betreuung, und sie bekommen einen Mantel oder eine Jacke und so weiter und so fort und 6,50 Euro jetzt auch noch. Also vielleicht fassen Sie sich ein Herz und unterstützen uns dabei. So, und jetzt last but not least, zwei Dinge noch. A, es gibt jetzt in Kürze einen neuen Bußgeldkatalog. Da hat es ja vor anderthalb Jahren ein bisschen ein Debakel gegeben bei der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs. Der musste dann schnell wieder eingestampft werden, weil das rechtlich nicht so ganz einwandfrei war. Da hat eine Zitierklausel gefehlt. Naja, gut, okay. Aber jetzt kommt der neue Bußgeldkatalog tatsächlich, und man legt jetzt den Fokus auf den Schutz von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, also Radfahrer, Fußgänger, Kinder und so weiter, noch besser. Und Parken auf Gehwegen zum Beispiel, wird jetzt satt hingelangt, das kostet statt 20 in Zukunft 55 Euro. Und es gibt jetzt auch keine, nicht nur 5 Meter Bereiche, falls das einmal hören, sondern wenn zum Gehweg auch ein Radweg angeflanscht ist, dann ist der Schutzbereich künftig auf 8 Meter ausgeweitet. Ja, also dürfen es 8 Meter bis zum Scheitelpunkt nicht parken. Ansonsten wird das auch sehr, sehr teuer. Und im Übrigen, die gute alte Verwarnung, die hinterm Scheibenwischer geklemmt war, die hat ausgedient. Auch uns hat jetzt das digitale Zeitalter mittlerweile voll erwischt, und jede Woche kommt eine neue, dankenswerte Änderung. Und Sie kamen jetzt hinterm Scheibenwischer, finden Sie jetzt so ein Kärtchen zukünftig. Da steht jetzt die bayerische Polizei drauf, und dann freut man sich eh schon, wenn sowas dahinter klemmt. Und dann ist ein QR-Code dabei. Natürlich, um das lesen zu können, brauchen Sie einen QR-Code-Scanner. Und wenn Sie sowas haben, dann sagt Ihnen der QR-Code-Scanner tatsächlich, welche Ordnungswidrigkeit Sie begangen haben. Wenn Sie keinen QR-Code-Scanner haben, dann schmeißen Sie es weg. Sie kriegen es nur mit zugeschickt. Wir lassen nicht locker. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie sicher. Dankeschön. So, Herr Schraut, vielen herzlichen Dank für den Bericht, gleich mit ein bisschen Schulung sozusagen verbunden, sehr gut. Wir sind froh und dankbar wirklich, dass Sie bei uns in Geichenglanz sind. Ich glaube, die Zusammenarbeit funktioniert wirklich, wie Sie es gesagt haben, kann ich nur bestätigen, sehr, sehr, sehr gut. Ja, jetzt darf ich auch noch begrüßen, unsere stellvertretende Landrätin ist eingetreten. Ich werde jetzt hier Gas geben, damit ich um 15:15 fertig bin und dann dir das Wort übergeben kann. Ja? Gut, die Hälfte des Vortrags habe ich sozusagen fast hinter mir. Ich bleibe gleich beim Verkehr nochmal. Fußgängerzone, Sie haben es mitbekommen, also dann haben wir dann doch letztes Jahr mal diese versenkbaren Poller in Bewegung gesetzt. Hat ein bisschen gedauert, bis sich die Leute reingefunden haben. 3 Stück Sands, einer vorne beim Hotel König Ludwig, beim U-Bahn-Ausgang, einer hinten, Rathausplatz, Ecke Radebecker Weg sozusagen. Der ist sehr anfahrgefährdet. Offensichtlich sind die Lichtverhältnisse so, dass da die Lieferanten den mehrmals hintereinander umgefahren haben. Und dann haben wir ein Problem mit dem Poller, der hier südlich vom Bürgerhaus ist, Richtung Sirius. Da haben die bei den Verlegungsarbeiten nicht tief genug gegraben. Da ist die Elektroleitung nicht in Ordnung und deswegen ist der jetzt ständig unten, zu unserem Ärgernis. Aber die Firma, die lässt sich leider sehr, sehr viel Zeit, bis sie da diese Gewährleistung dann wieder in Ordnung bringt. Ansonsten hat es gut funktioniert, glaube ich.
hat schon eine Verkehrsberuhigung im Zentrum gebracht und bin ich froh und dankbar, dass wir dieser Anregung hier auch aus der Bürgerversammlung nachgekommen sind. So, Problemzone für mich ist immer noch auch die Post. Irgendwie haben die zwar reagiert, die Post, aber leider nicht zusätzliche Abstellmöglichkeiten angemietet. Und insbesondere dort, ja, der neue Imbisswagen, der dort steht, ja, da frage ich mich auch, wie sowas genehmigt werden kann vom Landratsamt. Da gibt es überhaupt keine Abstellmöglichkeiten. Alle Kundschaft muss dort auf den Gehweg, die mit dem Auto kommt. Also überhaupt nicht gelungen, sind wir auch von der Stadt Garching aus überhaupt nicht begeistert. Da werden wir weiter dranbleiben, verspreche ich Ihnen. Das Essen mag noch so gut sein dort, der Standort ist der falsche. Dann haben wir ja versucht, eine 30-km/h-Zone in der Schleißheimer Straße hier innerorts umzusetzen, ja, vom Neuwirt bis raus zum Kreisverkehr am Business Campus. Wir haben es im Stadtrat entschieden, haben es einfach angeordnet, aber dann hat das Landratsamt uns das wieder zurückgenommen. Die haben gesagt, nein, die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbeschränkung in dem Bereich ist nicht gegeben und wir mussten die Anordnung wieder zurücknehmen. Ja, schauen wir mal, wenn unser Radlschnellweg dann kommt, dann werden wir dort die Geschwindigkeitsbeschränkung schon herkriegen irgendwie. Ja. Nur zur Info, warum es nicht aufrechterhalten werden konnte. Ja, wir haben neben der Polizei, die hier unseren ruhenden Verkehr und den fließenden überwacht, auch eine kommunale Verkehrsüberwachung. Ja, da sind wir im letzten Herbst, haben wir gewechselt von einer privaten Organisation zum Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern. Da sind also sehr viele Kommunen hier in unserem Bereich Mitglied und es hat den großen Vorteil, dass die einen wesentlich größeren Personalstamm haben und damit auch flexibler Leute einsetzen können. Wenn wir zum Beispiel anfordern bei einem Champions League Spiel des FC Bayern, dass dort mal vermehrt kontrolliert werden soll, dann haben die auch Personen über die gewohnte Mannschaft, die hier im Einsatz ist, die sie zusätzlich herholen können. Und da wurden im Jahr 2020 von denen 7.360 Verwarnungen im ruhenden Verkehr ausgesprochen. Also die haben schon Strafzettel verteilt. Zur Info noch, wenn jemand da gegen ein Ordnungsgeld Einspruch einlegen will, also wir können das im Rathaus jetzt nicht mehr abhandeln, sondern Sie sollten sich dann bitte direkt an diesen Zweckverband wenden. Bleiben wir beim ÖPNV. Es kommen jetzt die Expressbusse. Eingeweiht hat mein Stellvertreter das schon vor kurzem, eine neue Verbindung, Expressbus vom Landkreis Freising, ja, von Weihenstephan bis in die Forschungsinstitute in Garching. Da soll der TU-Campus sozusagen, die sollen besser verbunden werden. Diese Expressbusse, die fahren eben nicht jede Haltestelle an, sondern halten nur an ausgewählten Stellen, sodass sie damit eigentlich schneller vorankommen sollen, wenn sie nicht im Stau stehen. Ja. Solche Expressbuslinien wird es dann geben, jetzt ab Dezember auch den X201 von Dachau über Oberschleißheim zu unseren Garchinger Forschungsinstituten. Da sind dann Haltestellen an der Feuchtstraße in Hochbrück und am U-Bahnhof Hochbrück. Und dann geht es direkt über die Umgehungsstraße raus zum Forschungscampus. Und dann gibt es noch eine neue Verbindung, den X02 ab Dezember von Unterschleißheim über Garching, der dann weiterführt nach Aschheim und Haar. Ja, und
Ganz brandaktuell wurde uns jetzt mitgeteilt, dass wir ab 2024 auch noch einen Nord-Süd-Expressbus bekommen sollen, und zwar der vom Arabella-Park über Unterföhring-Ismaning zu den Gaichinger Forschungsinstituten führen wird und der dann auch in Gaiching nur an, das ist noch nicht definiert, an speziellen Haltestellen stehen bleiben wird. Und damit diese Busse da die Haltestellen anfahren können, werden speziell auch die Bushaltestellen an der B471 im Bereich Hochbrück jetzt barrierefrei umgebaut. Das passiert ab jetzt im Herbst, werden diese Maßnahmen alle umgesetzt. Also nicht wundern, das sind Baustellen, die ungefähr 4-5 Wochen dauern werden an den Bushaltestellen, insbesondere an der B471. Aber es wird auch an der Westseite der Startstraße im Bereich des großen Rewe die Haltestelle barrierefrei umgebaut jetzt im Herbst. Und die Maßnahme, die Sie am meisten merken werden, ist am Maibaumplatz auf der Ostseite, also auf der U-Bahn-Eingangsseite vom Maibaum. Dort müssen wir die Einschleifspur verlängern, also weiter nach Süden ziehen, damit der Bus näher an den Randstein ranfahren kann. Ja, sonst es hilft ja nichts, wenn der dann 20 cm wegsteht, dann kann der Rollstuhlfahrer auch nicht einsteigen oder die Mutter mit Kinderwagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das dort passiert. Und das hat aber zur Folge, also da wird nächste Woche die Baustelle eingerichtet, das dauert 5 Wochen, dass dann der Mittwochsmarkt die nächsten 5 Wochen am Rathausplatz stattfinden wird. Ja? Und das hat wiederum zur Folge, dass wir jetzt unseren Christkindlmarkt, den städtischen, vom ersten Adventswochenende auf das dritte, oder? Wie war es? 10., 11., 12. oder irgendwie sowas habe ich im Gedächtnis verlegt wird. Ja? Damit dann wieder das machbar ist und keine Kollision mit der Bushaltestelle Bauernmarkt und so weiter ergeben kann. Gut. Also, auch hier machen wir eben, wie gesagt, 5 Bushaltestellen wieder barrierefrei. Die U-Bahn fährt ja nun auch schon eine Weile im 5-Minuten-Takt, haben wir uns schon dran gewöhnt, das ist erfreulich. Was gibt es in Bezug auf das Radfahren in Gaiching zu sagen? Ja, ist natürlich in den Zeitraum jetzt gefallen, dass wir keine Bürgerversammlung hatten. Der Umbau der B471 Alt auf der Ostseite, ja, mit dem Fahrradschutzstreifen und der Trennung mit Grün in der Mitte, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, sagen wir jetzt mal. Vom gut gemeinten, einstimmigen Stadtratsbeschluss für diese Umsetzung und der Beauftragung wussten wir nicht, dass der Gesetzgeber die Straßenverkehrsordnung ändert und uns vorgibt, dass mindestens 1,50 Meter einzuhalten sind, zwingend, wenn man einen Radfahrer als Autofahrer überholen will. Das heißt dann für diese ganze Strecke dort, dass man den Radfahrer nicht überholen darf, auch wenn man es könnte. Ja. Natürlich ist das jetzt im Moment nicht die optimale Lösung. Wir haben uns beholfen, indem wir den Gehweg wieder für die unsicheren Radfahrer freigegeben haben. Damit hat sich schon entspannt und ich glaube, es hat sich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt bei allen Verkehrsteilnehmern eingespielt. Aber es ist nicht die Endversion, die wir da im Blick haben. Nur wollen wir natürlich großräumiger denken. Wenn wir dort jetzt Umbaumaßnahmen vorantreiben wollen, dann soll das gleich weitergeführt werden. Dieser Radweg, eine Radwegeverbindung von Ismaning Richtung Schleißheim. Und das heißt, wir wollten dann auf der B471 Alt-Westseite, die dann hochgeht zur Schleißheimer Straße, gleich sozusagen eine Verlängerung dieses Radweges installieren. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten, die schon
von einem Ingenieurbüro ausgearbeitet worden sind, die aber davon abhängen, welche Variante man umsetzen kann von den Grundstücksverhältnissen. Und da sind wir in Gesprächen mit den dortigen Anliegern, dass wir dort einvernehmliche Lösungen finden, dass dieser Radweg dann da Richtung Schleißheimer Straße optimal weitergeführt werden kann. Und damit hängt zusammen die Entscheidung innerhalb des Stadtrates, welche Umbaumaßnahme wir jetzt auf dieser verflixten, sage ich jetzt mal, Ostseite dann präferieren, dass der Radweg eher auf die Nordfahrbahn oder auf die Südfahrbahn verlegt wird. Das hängt eben mit dem weitergedachten oder gesteckten Ziel zusammen. Und wir werden das in diesem Winter im Stadtrat abschließend klären, denke ich, und dann schauen, dass wir für die Ostseite die Beauftragung hinbekommen dann für nächstes Jahr. Also, insgesamt haben wir doch einige Radwegverbesserungen in der Pipeline. Beim Sportplatz Hochbrück soll es eine Verbindung direkt nach Hochbrück ins Wohngebiet geben. Der Radweg entlang der U-Bahn-Linie Richtung München, der soll auch nochmal eine Oberflächenverbesserung erfahren. Dann beim Radweg, den wir ja bis Dirn-Ismaning schon verbessert haben, haben die Münchner sich ja lange Zeit gelassen zu entscheiden, ob sie den jetzt auf der Westseite Richtung München weiterführen wollen oder nicht. Und nachdem sie da Gutachten und alles Mögliche in Auftrag gegeben haben, haben sie sich entschieden, sie wollen das machen. Ja? Das hätten wir eigentlich von Anfang an gleich miteinander entscheiden können. Also diese Querung, die dann wieder auf die andere Seite dort in Höhe der Zufahrt zu den Reitstellen sozusagen installiert worden ist, die wollen wir eben Richtung München als Diritissima dann später umgesetzt sehen. Also schauen wir mal, ob die Münchner da im nächsten Jahr in die Pötte kommen sozusagen. Gut, soll Richtung Dietersheim der Radweg natürlich jetzt mit den Erschließungsmaßnahmen des Baugebiets Kommunikationszone auch gleich mit angelegt werden, also parallel zur Staatsstraße Richtung Forschungsinstitute, einfach Richtung Norden hoch. Natürlich wird es Verbesserungen geben der Radwege, wenn wir dann direkt an die Kommunikationszone rangehen, weil das ja dann eine der Hauptrad- Nord-Süd-Achsen sein wird Richtung Forschungsinstitute und natürlich dann auch am Schleißheimer Kanal unten, dem neuen Wohngebiet, wird es Verbesserungen geben. Nicht zuletzt, dass dort auch ein gegenläufiger, separierter Radweg von der U-Bahn sozusagen bis zum Wohngebiet Voitstraße auf der sicheren Seite geführt werden wird, wo er nicht von Kreuzungsverkehr in irgendeiner Form beeinträchtigt werden soll. Ja, wie schaut es aus mit unserem Radschnellweg? Ja, der wird so genannt, dauert aber schon seit 7 Jahren die Umsetzung. Diesen Freitag haben wir nochmal einen Workshop mit dem Landkreis München, mit den Verantwortlichen dort. Wir sollten es im Stadtrat vor einem Monat ganz schnell entscheiden, welche Trassen da durch Garching geführt werden, aber da waren wir mit keiner der Vorschläge so richtig zufrieden. Jetzt haben wir uns die Verwaltung und ich nochmal mit dem Landratsrat zusammengesetzt und haben nochmal Vorschläge erarbeitet, die der Stadtrat jetzt am Freitag präsentiert bekommt in einem Workshop. Und dann schauen wir mal, ob wir das im November dann in Garching weiterbringen und der Landkreis München dann im Dezember vielleicht eine Umsetzung beauftragen wird. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass er unten an der B13 von München kommen wird, entlang der B13 Richtung Hochbrück rauf und dann höchstwahrscheinlich entlang des Schleißheimer Kanals geführt wird. Aber wie es dann durch Garching durchgeht, das ist eben noch nicht endgültig allen eindeutig klar. Gut, beim Stadtradeln waren wir letztes Jahr
wieder sehr erfolgreich. Dieses Jahr noch, letztes Jahr haben wir den zweiten Platz im Landkreis gemacht. Dieses Jahr sind wir dort als Sieger hervorgegangen. Nicht zuletzt, weil die Schulen alle ganz fleißig sich beteiligt haben. Ja, wir haben insgesamt 127.619 Kilometer hier in Gaiching geleistet sozusagen. Und als Dank dafür haben wir dann auch einen 5.000 € Scheck vom Landkreis bekommen, der natürlich in Sachen Radverkehr investiert werden wird. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass allein die Schülerinnen und Schüler vom WHG und die Lehrer dort 34.145 Kilometer beigetragen haben. Dafür haben sie dann von mir mal den Eiswagen vorbeigeschickt bekommen in der Pause. Es hat dann aber 4 Stunden gedauert, bis alle ein Eis hatten. Und dann haben natürlich alle anderen Schulen auch geschrien und dann haben die auch alle ein Eis bekommen, ja, weil die auch fleißig waren natürlich und unter Corona gelitten haben. Also, ich möchte noch was berichten jetzt über die aktuellen Bauvorhaben. Ja, man kann sich jetzt schon fürs einheimische Modell in die Interessenslisten eintragen. Das gilt dann für alle zukünftigen Baugebiete mal. Man wird dann auf jeden Fall von der Stadt informiert, wenn wirklich die konkreten Vergaben losgehen sollten. Der Form halber der Hinweis, wenn man sich in diese Interessenliste eintragen lässt, hat man noch keinen Rechtsanspruch, dass einem ein Grundstück zugeteilt wird. Ja? Das läuft dann im konkreten Vergabeverfahren. Und ganz konkret ist es jetzt schon, dass wir im Vergabeverfahren sind für 9 Wohnungen im einheimischen Modell, und zwar in dem Baugebiet zwischen Neufahrner Straße und Startstraße 2350, also ehemaliger Baudisch. Dort haben wir ja die Sobornquote zum Ansatz gebracht und 25% der Wohnungen, die dort entstehen, darf die Stadt vergeben zu vergünstigten Konditionen. Vergünstigt heißt, das Dachgeschoss da oben kostet, glaube ich, über 10.000 €, ja, am freien Markt. Die oberen Geschosswerke sind dann dort, glaube ich, bei um die 8.500 € der Quadratmeter. Und wir können im einheimischen Modell, das ist ein komplettes Gebäude, wo diese 9 Wohnungen drin sind, unterschiedliche Größen sind es, den Quadratmeter für 6.400 € anbieten. Ja? Aber man muss natürlich die Voraussetzungen erfüllen für dieses einheimische Modell. Und das heißt, man darf nichts verdienen und nichts haben. Na, so ist es nicht. Aber es gibt die für Familien, die gute 100.000 € Grenze, sage ich jetzt mal. Es sind ein bisschen mehr, 104.000 € Jahreseinkommen. Schauen wir mal. Gut, also Sachstand Kommunikationszone. Das Bebauungsplanverfahren ist abgeschlossen. Derzeit läuft dort das Umlegungsverfahren. Das heißt, die Grundstücke werden jetzt neu aufgeteilt und zugeteilt. Wir wollen dann ins Vergabeverfahren gehen für die Verlegung dieser Sparten, die dann dort verlegt werden müssen, also Gas, Wasser, Gas kommt nicht rein, sondern Geothermie, Wasser, Strom und so weiter und so fort, Abwasser und die Straßen angelegt werden. Das soll dann so sein, dass also 22 im Schwerpunkt, aber 23 dann wirklich die Sparten dort verlegt werden, sodass der Baubeginn für die ersten Häuser, ich sage jetzt mal Ende 23, Anfang 24 dort sein könnte. Ich bin da sehr vorsichtig, weil wir haben da schon viel versprochen und wir werden aber schauen, dass wir nächstes Jahr dort in die Vergaben gehen können, weil ja schon viele mit den Hufen scharren da, insbesondere für das einheimische Modell, aber natürlich auch unsere Genossenschaften, die dort was zum Umsetzung bringen wollen. Es war einfach so, dass dieses Umlegeverfahren, das wir da praktiziert haben, wirklich uns viele Nerven gekostet hat. 8 Eigentümer, die alle einen Vertrag unterschreiben sollen. Das war nicht einfach und insbesondere, weil einer da alleine uns schon ein Jahr gekostet hat mit seiner Bockerei. Na gut. Dann Wohnen am Schleißheimer Kanal, steht auch in der Broschüre drin.
ist auch auf dem Weg. Da sind wir jetzt dabei, gerade auch das Bebauungsplanverfahren auf den Weg zu bringen. Da werden auch 23 die Erschließungsmaßnahmen passieren. Mindestens 1200, wenn nicht bis zu 1600 Einwohner mehr für Hochbrück. Das Mischgebiet am Keltenweg, also Autobahnsiedlung, ja, da sehen Sie ja schon, da wird schon abgeräumt sozusagen. Da ist also das Bebauungsplanverfahren jetzt dann in 21 abgeschlossen und dort haben wir auch Zugriff auf 30 Wohnungen im einheimischen Modell, und zwar nicht auf die schattigen Wohnungen, sondern wir haben den Erstzugriff. Wir können uns innerhalb des Baugebietes die schönsten Wohnungen aussuchen. Ja? Das ist ja nun auch ein Faktor, der nicht schlecht ist. Gut, schnell zum Bürgerhaus. Sie sehen es, es hat lang gedauert, aber jetzt sind wir nur noch mit ganz kleinen Restarbeiten beschäftigt. Wir haben auch einen Wirt gefunden, ja, der zwar auch immer noch nicht ganz zufrieden ist, aber er bedient uns zumindest hier schon mal. Wir werden uns auch noch im Laufe der nächsten Wochen einigen, dass wir die Dinge, die nicht so funktionieren, noch gemeinsam auf den Weg bringen. Feuerwehr, ja, sind wir auch ein bisschen in Verzug geraten, hatte auch mit Corona natürlich zu tun. Da ist ja nun unsere Corona-Teststation auch auf dem Areal, da kannst du dann nicht die Bagger fahren lassen. Also da sind wir jetzt gerade in der Eingabeplanung für die Baurechtsschaffung und da hoffen wir, dass jetzt bald in Kürze die Genehmigung vom Landratsamt dann vorliegt und dann sollen die Gewerke ausgeschrieben werden und im dritten Quartal 2022, lieber Christian, werden dann wirklich die Baggerrollen dort. Wir werden es nicht schaffen, die Fertigstellung bis zu eurem Jubiläum, 23 im Sommer, ja. Aber ihr werdet schon einen Großteil des Gebäudes stehen sehen und feiern müssen wir halt dann gemeinsam im Festzelt im Gaichinger Bürgerpark. Ja? Gut. Was ist alles passiert noch am Forschungscampus? Ja, das Max-Planck-Institut für Physik, das ist, haben die auch jetzt im Schnellbau hochgezogen. Dort kommen 350 neue Mitarbeiter hin. Die Elektrotechnik, da steht das erste von drei Gebäuden. Wenn die mal alle bezogen sind, dann sind da 4000 Studierende mindestens mehr da draußen. Passiert ja noch, dann kommt dann noch SAP, das Forschungszentrum und Siemens, die da ihr Forschungszentrum errichten. Fraunhofer hat jetzt das erste Gebäude eingeweiht, aber da kommen auch noch drei dazu. Also, was habe ich mir da noch hingeschrieben? Ja, und Parkhäuser. Wir haben die verpflichtet, dass die jetzt in den Neubaugebieten auf dem Forschungscampus jetzt Parkhäuser errichten müssen, dass dieses der Flächenverbrauch oberirdisch da ein Ende hat und die müssen auch innerhalb des Forschungsgeländes dann mit Parkhäusern nachverdichten, weil wir müssen schon sorgsam mit dem Gut Erde umgehen. Gut. Gewerbewirtschaft, Breitbandversorgung, ja, Breitbandausbau, da haben wir jetzt bis auf zwei Adressen, glaube ich, in den Ismaning alles angeschlossen. Mehrere namhafte Konzerne, die Namen muss ich, glaube ich, nicht nennen, die wollen jetzt alle gleichzeitig im Gewerbegebiet Hochbrück die Straßen aufreißen und ihre Kabel da verlegen. Schade, dass dieses nicht koordinieren, aber dort wird es jetzt dann wirklich überall den Breitbandanschluss geben. Da sind die Firmen dran interessiert und wenn Firmen da Interesse haben, sollen sie sich bitte direkt an die Anbieter wenden. Wir kriegen dann keine Fördermittel mehr, wenn eben Anbieter das selber machen. Business Campus, ja, das 4-Sterne-Dorinth-Tagungshotel ist auch schon sehr hoch gewachsen, wird dann im nächsten Jahr, so heißt es, in Betrieb gehen und dann gibt es dort in dem Bereich nur noch den Büroturm, die Fläche vom Büroturm, die bestückt werden kann. Bürgerpark, Energie und Umwelt. Ja, der Abenteuerspielplatz ist eingerichtet, kommt, glaube ich, gut an bei allen möglichen Nutzern dort, allen Altersgruppen. Wir haben auch die zwei Boule-Spielfelder im Laufe jetzt dieser letzten anderthalb Jahre eröffnet, kommen auch gut an bei allen Generationen.
Für 22 ist jetzt da geplant im Bürgerpark, dass da auf dem südlichen Weg, entlang des südlichen Wegs, nochmal 20 Bäume gepflanzt werden. Und dann möchte unser Umweltreferat eigentlich den Schwerpunkt erstmal auf die Bachaufweitung und die Kneippanlage im nächsten Jahr legen, dass die dort installiert wird. Und das Erfreuliche an dem Nordeingangsbereich, also da, wo dann die Kneippanlage auch sich befindet, dort sollen dann nochmal, also da in dem Bereich U-Bahn-Tunnel, wo der wieder hochkommt, sollen dann auch noch zusätzliche Trimmlichtgeräte installiert werden. Genau. Dann soll ich noch was zur EWG kurz sagen. Sagt sich eigentlich von alleine, EWG ist gut am Laufen. Gerade jetzt mit der CO2-Abgabe ist auch die Nachfrage wird immer größer dort. Sie haben allein von 20 auf 21 375% Neuanschlusssteigerungsrate gehabt. Perspektive ist für dieses Jahr 57.500 Megawattstunden. Das entspricht dem Wärmebedarf ungefähr von 2.000 Einfamilienhäusern, die abgesetzt werden. Die Zahlen entwickeln sich auch positiv und der Trend zur grünen Fernwärme, der soll ja nun unterstützt werden. 60.000 Tonnen wurden bislang CO2 durch unsere Geothermie eingespart. Ich halte es für eine gute Investition und eine Investition für die Zukunft. Alles andere finden Sie dann auch noch, glaube ich, im Heft, oder? Steht auch was dazu drin, ja. Dann, wir installieren jetzt in diesem Jahr 9 neue E-Ladestationen für PKWs in der Telschopfstraße, da in der Höhe Rathausplatz, in der Schleißheimer Straße am Parkplatz Dreifach-Turnhalle, genau dort am Professor-Angermeyer-Ring, das ist der Parkplatz-Gymnasium, am Jochbergweg und natürlich in Hochbrück auch in der Feuchtstraße 9 Ladestationen. Und wenn man die Geichinger E-Ladekarte sich besorgt, kriegt man dort für 29 Cent die Kilowattstunde. Ansonsten im freien Verkauf sind es, glaube ich, 49 Cent. Steht aber auch was auf Seite 58 in der Broschüre dazu. Dann wollen wir die Bürgerenergie Geiching unterstützen mit einer Flächenausweisung für eine Freiflächenphotovoltaikanlage entlang der Autobahn in Höhe vom Fußballstadion. Da muss der Stadtrat auch jetzt entscheiden über die Größe der Fläche, die denen zugestanden wird. Da sind wir noch ein bisschen in der Diskussion. Wir müssen nämlich möglichst bald unseren Bauhof und Wertstoffhof verlagern und der soll daraus verlagert werden, weil das perspektivisch, wenn man das Wachstum von Geiching anschaut, ein guter Standort ist. Und die Frage ist im Stadtrat noch, wie schnell muss der Bauhof kommen? Können wir noch mehr Flächen der Photovoltaik zur Verfügung stehen? Ich als Bürgermeister sage nein, wir haben noch andere Flächen, die wir denen zur Verfügung stellen können, aber das wird sich im Stadtrat entscheiden. Gut, erfreulich ist auf jeden Fall, dass das eine Geichinger Bürgerenergiegenossenschaft ist, die dort umweltfreundliche Energie gewinnen wird. Dann ist ja auch unser Windkraftprojekt in der Pipeline sozusagen. Es soll nur ein Windrad hingestellt werden, nicht gleich 100, aber ich glaube, ich sehe uns in der Pflicht, dass wenn wir aus der Atomenergie raus wollen, müssen wir schauen, dass wir den Energiebedarf absichern. Windenergie braucht am wenigsten Fläche am Boden im Vergleich zu Photovoltaik, die doch einen großen Flächenverbrauch hat. Es ist ganz klar eine Überbrückungstechnologie. Das ist nicht eine Frage der Ästhetik, ob man sowas anschauen mag oder nicht, sondern es ist eine Frage der Energiesicherung für die Zukunft. Und gerade im Zeitalter der Digitalisierung, wir wollen immer mehr und mehr, dass uns abgenommen wird. Wir steigen auch vom normalen Kraftbike um aufs E-Bike, dass wir damit aber wieder mehr Energie verbrauchen. Das wird dann nicht berücksichtigt. Also wir sind in der Pflicht, auch mehr Energie alternativ zu erzeugen.
Und deswegen halte ich es für richtig, ein Windkraftrad auf Garchinger Flur aufzustellen und einen Beitrag zu leisten. Ein so ein Windradl erzeugt Strom für 3000 Haushalte. Wenn es gut läuft, kann es sogar bis 5000 Haushalte sein. Und ich glaube, das sind wir schon den nächsten Generationen auch schuldig, dass wir da einen Beitrag leisten. Uns steht ein bisschen entgegen die 10H-Regelung noch im Moment. Deswegen läuft es im Bebauungsplanverfahren und da muss man schauen, ob wir es überhaupt genehmigt bekommen. Ich würde mich aber auch nicht wehren, wenn Nachbarn noch mehr Räder aufstellen, weil es einfach für 25 Jahre mal eine Überbrückung wäre. Gut, dann sind wir nochmal schnell beim Abfall. Gelbe Tonne wurde ja eingeführt, gab es große Diskussionen. Ich glaube, es hat sich mittlerweile eingespielt, dass das auch angenehmer ist, wenn man am Haus diese Wertstoffe dann direkt entsorgen kann. Ich glaube, jeder hat da Platz halt gefunden, ja, um die Tonne dann aufzustellen. Und es ist eine deutliche Entlastung für unsere Wertstoffinseln, ja, die jetzt nicht mehr so stark vermüllt werden. Zwar immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark wie vorher, als die gelbe Tonne dort auch noch war. Ja, und die Erhöhung der Müllgebühren in diesem Jahr hatte nichts mit der gelben Tonne zu tun, sondern wir müssen einfach 1:1 die Müllgebühren, die der Landkreis München ausschreibt, an die Bürger weiter berechnen. Da darf kein Geld verdient werden, sondern da wird der Sperrmüll, die Sperrmüllabfuhr an unserem Wertstoffhof auch mitfinanziert, weil den können Sie da ja umsonst abgeben. Ja. Also, gut. Was haben wir noch? Da muss ich jetzt nicht unbedingt was dazu sagen. Förderung Mehrwegverpackungssysteme, da sage ich nochmal schnell was dazu. Es hat sich ja in Corona herausgestellt, viele haben Lieferservice in Anspruch genommen, damit natürlich erhöhtes Müllaufkommen. Wir haben es angeboten, ich glaube alle Kommunen in der Nordallianz haben es dann angeboten, wir waren mit die Ersten, dass wir das fördern bei den Anbietern, den Gastronomen mit 500 €, den Einkauf dieser Tupperware. Die einzige Voraussetzung, die wir uns erbeten hatten, war, dass mindestens 5 Anbieter dann in Garching das gleiche System verwenden, sodass das auch einen Zweck hat, einen Sinn hat, dass man das vielleicht beim Neuwirt sich was holt und das Geschirr aber beim Metzger Karl wieder abgeben kann. So war die Idee. Wir haben es als erste Kommune in der Nordallianz geschafft, ja, und das jetzt nach anderthalb Jahren sozusagen, dass 5 Gastronomen da mitmachen. Ja. Schade, dass da nicht mehr Bewusstsein ist. Anscheinend ist es Ihnen doch allen zu kompliziert. Sie können Werbung machen, wenn Sie sich das nächste Mal was holen, Takeaway, dass die Stadt das fördern würde. Gut, da habe ich es gesagt. Und jetzt möchte ich noch sagen, wegen Corona ist ja vieles abgesagt worden, unter anderem auch unsere ganzen Ehrungsveranstaltungen. Und deswegen werden wir am 25. Oktober, das ist Montag nächste Woche, hier nochmal einen bunten Abend machen für alle Engagierten, alle, die sich eingebracht haben in der Corona-Zeit, alle, die Einkaufsservice mit organisiert haben, Teststationen mitbetrieben haben, Telefonseelsorge, Bücherbringdienst und so weiter und so fort. Aber wir wollen doch auch endlich die ausgeschiedenen Stadträte der letzten Legislaturperiode verabschieden offiziell und wir wollen auch unsere Verdienstmedaillenträger dann ihre Verdienstmedaillen übergeben. Ja, das war es dann soweit von meiner Seite. Ich habe gehörig auch überzogen, Entschuldigung, 8:30. Jetzt ist die Frage, wollen wir das Grußwort der Landrätin noch vor der Pause oder nach der Pause? Vorher. Dann, liebe Annette, ich begrüße dich ganz herzlich nochmal. Komm bitte hier nach oben und im Anschluss machen wir eine kurze Pause, 10 Minuten, und dann machen wir mit den Bürgeranträgen weiter. Herzlichen Dank für Ihr Wort. Halt, ich muss die Maske wieder aufsetzen.
Ja, der große Bürgermeister. Ein herzliches Grüß Gott hier in die Runde, liebe Garchingerinnen und Garchinger. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf und Sie haben das Glück, dass ich da bin und nicht der Landrat. Es wird ein kurzes Grußwort werden. Der Landrat hat eine Augenbindehautentzündung und musste kurzfristig absagen und ich habe um 16 Uhr erfahren, dass ich jetzt heute Abend bei Ihnen sein darf und ich bitte um Verständnis, ich habe einen Riesenordner bekommen, aber das in der kurzen Zeit ich ihn nicht durchgearbeitet habe. Die 40 Folien erspare ich Ihnen auch, weil wichtig ist eigentlich zu sagen, wir sind stolz auf die Stadt Garching und ich möchte Ihnen auch, Herr Bürgermeister, nochmal danken für Ihre Arbeit, dass Sie ein unangenehmer Verhandlungspartner sind. Das steht übrigens nicht in den Unterlagen. Ich erwähne es nochmal, das ging um die Betriebskosten des U-Bahn, der U-Bahn-Verlängerung und da haben Sie hart verhandelt und etwas Gutes für Ihre Stadt rausgeholt zum Schaden des Landkreises. Deshalb will ich es nur kurz erwähnen. Und ja, Schaden des Landkreises. Wir haben letztes Jahr tatsächlich nicht gewusst, wie schaut es aus mit der Corona-Krise, wie wird der Landkreis finanziell künftig dastehen. Wir wussten, dass wir ja durch den Ausgleichsfonds des Bundes dieses Jahr noch kein Problem groß haben werden, weil die Gewerbesteuerausfälle dann ausgeglichen werden und tatsächlich sind 82 Millionen Euro vom Bund an Landkreiskommunen geflossen, aber das, was wir 2022 an Umlagekraft zugrunde legen dürfen, also Ergebnis 2020 der 29 zwei Städte und 27 Gemeinden im Landkreis München, ist sehr positiv. Wir haben nicht nur den Ausgleich bekommen, wir sind davon ausgegangen, dass wir insgesamt einen Rückgang haben werden um etwa 60 Millionen Euro an Umlagekraft und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nochmal 170 Millionen Euro mehr Einnahmen als schon im Jahr zuvor. Das heißt, dieser Landkreis, hat der Herr Heiner Janik mal früher gesagt, der Altlandrat, der Verstorbene, dass er unheilbar gesund ist. Und im Moment schaut es tatsächlich so aus und es freut uns natürlich, weil wir viele große Aufgaben haben, die wir bewältigen müssen und dafür brauchen wir das Geld. Wir haben allein 15 Schulprojekte im Landkreis München in der Planung und das sind Ausgaben von den Baumaßnahmen von rund 500 Millionen Euro, also eine halbe Milliarde. Und davon bleiben sicherlich, wir kriegen auch Zuschüsse, aber bleiben sicherlich 300 Millionen auch wieder beim Landkreis hängen. Und das muss alles finanziert werden. Und gerade Schulmaßnahmen sind natürlich Maßnahmen, wo wir auch nicht sparen wollen und die wir auch umsetzen wollen. Garching steht auch mit einer Maßnahme der Realschule noch drin und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das, was Sie erwähnt haben an Expressbuslinien, das ist wirklich eine tolle Sache. Nutzen Sie diese Expressbuslinien, damit wir sie auch halten können. Das ist eine Maßnahme, die ab Dezember in Betrieb geht. Und das sind genau die Querverbindungen, die wir jahrelang angemahnt haben, dass sie endlich kommen. Ich hatte jetzt nur die zwei in den Unterlagen, das vom Arabella-Park ist, war für mich jetzt neu, okay, 24, ja, das dann natürlich, also weil ich wusste jetzt die natürlich unter Schleißheim bis Haar, das ist die entscheidende, weil das genau die Querverbindung ist, die nicht mit den S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen, bisher genutzt werden konnte, gut. Ja, dass ihr Sieger im Radeln seid, habe ich jetzt gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ist für uns vielleicht dann tatsächlich mal endlich Verpflichtung, dass der Radschnellweg dann schnell kommt. Nach meinen Unterlagen entscheidet ihr im Stadtrat am 28. Oktober. Nein, gut.
Dabei wäre es passend, so ein Vierteljahrhundert nach der Inbetriebnahme des U-Bahnhofes Hochbrück, weil das der 28. Oktober ist, der Geburtstag meines Sohnes. Und deshalb weiß ich, an dem Tag wollte ich eigentlich zur U-Bahn-Eröffnung, aber da war ich dann woanders. Und laut Unterlagen werden wir im Kreistag am 13.12. über den Radschnellweg endgültig entscheiden. Wir hoffen, dass es nun wirklich mal auf den Weg geht. Ich muss gestehen, der Rudi Neiser hat schon vor 5 Jahren immer wieder betont, Leute, das klappt so nicht. Der Weg, der geplant ist, durch Hochbrück durch, wird so nicht funktionieren, hat immer wieder den Finger in die Wunde gelegt. Und gut Ding will Weile haben, hoffen wir, dass es dann auch wirklich so geht. Was das Mietratssystem betrifft, das möchte ich jetzt beim Thema Radeln auch noch erwähnen, gehört Garching zu den Kommunen im Landkreis, die am besten es nutzen, und das freut uns sehr. Es war natürlich 2020 durch Lockdowns reduziert, aber ändert nichts. ÖPNV ändert nichts daran, dass ihr zu den Spitzen gehört im Landkreis. ÖPNV-mäßig, nur damit Sie ein Gefühl kriegen, vor 8 Jahren haben wir gut 8 Millionen Euro als Landkreis für den ÖPNV-Bussysteme ausgegeben. Inzwischen sind es 50 Millionen Euro. Also wir tun tatsächlich alles, und wir haben quer über alle Parteien, sind wir auch der Meinung, dass das getan werden muss, tun wir alles, dass der öffentliche Personennahverkehr auch gut, qualitativ, hochwertig angeboten wird. Hier natürlich mit dem 5-Minuten-Tag der U-Bahn ist Garching besonders gut bestückt, aber muss ja auch, weil ihr habt das große TU-Gelände, den Forschungscampus, und der liegt uns auch am Herzen. Wir waren zusammen jetzt bei diesem Eröffnung des Hauses vom Fraunhofer-Institut Gießerei, System, 3D-Druckverfahren, das ist die Zukunft unseres Landes, und wir können nur froh sein, wenn wir so ein Forschungsgelände haben, das so modern aufgestellt ist, und das muss auch mit der U-Bahn gut aufgestellt sein, sollen noch ein bisschen mit Wohnungen, Studentenwohnungen und Lifestyle, will ich es mal nennen, bestückt werden, damit auch die Studentinnen und Studenten sich dort sehr wohl fühlen. Und also ist für uns im Landkreis München ein wichtiger Standort für Zukunftstechnologie. Ich möchte kurz erwähnen, ich habe nicht viel dazu, aber man muss es schon erwähnen, so ein Kerosinunfall, wie er jetzt war im Juli, ist unerfreulich, und wir tun alles. Ich glaube, es gibt jetzt auch nochmal einen runden Tisch, dass das aufgearbeitet wird und dass es auch geklärt wird und so etwas nicht wieder vorkommt. Da hatten die 2 grünen Abgeordneten zu Recht eine Anfrage gestellt und zu Recht auch den Finger in die Wunde gelegt. Und das liegt uns auch als Landkreis am Herzen, dass hier so etwas nicht wieder passiert. Frau Poschenrieder habe ich gesehen. Ja, ich möchte Sie extra begrüßen, weil wir gerade im Kreistag, im Sozialausschuss, das Thema Wohnen für Hilfe haben. Und da, dass wie schwer es ist, dass Menschen ihre Wohnung, wenn dann mal Kinder ausgezogen sind, auch nutzen, und Häuser, um jungen Menschen hier ein Wohnen zu ermöglichen, und das in einer Hochpreisregion, wo wirklich jeder Wohnplatz dringend benötigt wird, und Sie sind da ein positives Beispiel für dieses Wohnen für Hilfe, und möchte ich Sie deshalb hervorheben, weil das müssten mehr machen. Ich befürchte leider, dass viele immer Angst haben, ihr eigenes Haus, ihre Wohnung zu öffnen, und sie haben da nur gute Erfahrungen mit, und es gibt ja auch einen kleinen Film, wo das gezeigt wird. Ja, also überlegen Sie sich das, gerade wenn Ihre Kinder aus dem Haus sind und Sie mehr Platz haben, doch mal einem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, bei Ihnen zu wohnen. Das erweitert auch den Horizont insgesamt, und man ist nicht so alleine, also positiv in mehreren Richtungen. Impfen, Corona ist natürlich nach wie vor ein großes Thema. Wir haben inzwischen knapp 500.000 Impfungen im Landkreis München.
getätigt, auch bei den Ärzten. Also vollständiger Impfschutz steht da 240.000 bei 350.000 Einwohnern. Und darunter sind ja auch alle unter 18 Jahren oder unter 12 Jahren mit dabei. Finde ich, ist es schon eine gute Sache. Ich persönlich gehöre nicht zu denen, die zum Impfen aufrufen. Ich selbst bin aber geimpft. Ich glaube, wir wissen alle nicht, wie wir wirklich richtig und fachkundig mit dem Thema umgehen. Wir hatten auch das Problem im Landkreis, wie gehen wir an unseren Schulen mit den Lüftungsgeräten. Wenn man da die Fachleute hört, geht das von hat gar keinen Sinn bis macht viel Sinn. Also die Politik ist oft schon in der Qual zu überlegen, was kann sie Richtiges machen und wo ist das Geld, das sie einsetzt, auch wirklich gut angebracht. Und wir hoffen alle, dass wir gut durch den Winter kommen und die Quoten nicht höher gehen. Und ich glaube, mit ein bisschen Maske und Abstand und Vernunft kommen wir da schon recht weit. Ja, bei dem Thema hat jeder seine eigene Meinung, ist nicht so einfach. Expressbuslinie hatte ich, Siegerradeln, Mietratsystem, ÖPNV, Schulstandorte. Wenn Sie spezielle Fragen haben, was den Landkreis betrifft, ich werde jetzt auch da bleiben, eigentlich hätte ich heute noch einen anderen Termin gehabt, aber dank deiner längeren Rede hat sich das erledigt. Normalerweise bin ich mittwochs immer nebendran beim Skatclub, wenn ich mal nichts habe, ist auch nicht so häufig, da bin ich jetzt heute sicher nicht mehr. Ja, und dann wollte ich nur Herr Schraut sagen, ich freue mich, dass Sie noch hier sitzen, weil mein Auto steht verkehrswidrig vor dem Bauzaun und Sie können ruhig noch ein bisschen länger bleiben. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause. Bleib auch noch, wenn Sie Fragen haben und gebe auch alle Anfragen und alle Kritikpunkte gerne an den Landrat weiter, auch Lob. Und er entschuldigt sich herzlich, er wäre gerne heute gekommen und es tut ihm sehr leid, dass er eben vor 2 Wochen war, und seine Kinder hatten Corona, da musste er dann oder ist zu Hause geblieben, weil er natürlich keine Ansteckung für andere sein will, obwohl er auch geimpft ist. Jetzt ist er wieder unterwegs, jetzt es ist die Jahreszeit, wo man sich immer mal was aufschnappt, vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat. Und ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen trotzdem ein bisschen Gefühl für diesen Landkreis geben und dass auch der Landkreis Sie ehrt als Stadt und immer gerne hier auch ist. Wenn es den Gemeinden und Städten gut geht im Landkreis, dann geht es auch dem Landkreis gut und deshalb ist uns das auch wirklich sehr wichtig. Vielen Dank. Ja, liebe Annette, vielen, vielen herzlichen Dank für das kurze Grußwort und wie vereinbart machen wir jetzt 10 Minuten Pause, so um 5 vor 9 oder 9, wann sollen wir anfangen? 5 vor 9, machen wir wieder weiter, gut, bis gleich, danke.